Mal schauen, ob ich auch gespeichert habe. Select. Habe ich. Let's try. Habe ich, also, lol. Habe ich dann auch die Bälle dafür? Also ich habe 3 Pokebälle. 18 Superbälle. Ja, das sollte reichen. Okay, sorry. Lass wir so. Auch rüber. Es brummt mich und greift verschlafen an. Let's do it. Level 30. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Rasierblatt. Ich bin überzeugt, dieser Knosp kann das. Ah, sieht gut aus. Fantasie. Wir haben jetzt eine scheiß Erholung gleich wieder. Na. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Tackle nehme, heilt er sich gleich? Ja, war klar. Also ich schaff's halt so weit, ihn runter zu knallen, bis er halt wieder aufwacht. Glaube ich. Er schläft, jetzt mache ich noch eine Runde, dann schläft er immer, also dann wacht er auf. Aber er nutzt ja, glaube ich, nicht gleich Erholung. Oder? Nee, Kopfnuss. Das ist gut. Also irgendwie. Da kommen wir direkt wieder raus. Probieren. Weiter probieren. War mit dem anderen ja auch so. Oder? War das auch so schwer? Weiß es gar nicht mehr. Ach, es wird schwerer, den wegzuhauen, ne? Weil ich kann schon 3-mal Rasierblatt machen, glaube ich. Na, nochmal soll ich nicht. Tackle. Rot ist er schon. Ich auch. Na, so klappt das nicht. Ich glaube, ich kann noch einen Tackle nehmen. Kopfnuss. Ja, das könnte unsere Chance sein. Ja, nehmen wir Koi. Der hat einfach nur so eine Outback-Parade eigentlich. Ich will den Faulus fangen. Wieder Kopfnuss. Komm schon. Ja, jetzt macht er Erholung. Der Drachenwut bringt halt gar nichts. Und Biss? Auch nicht wirklich. Oh, schwierig, schwierig. Eberhard. Da würde ich jetzt die Hornattacke nehmen, die bringt nämlich gar nicht so viel. Ja, das geht ja noch nicht. Aber warte mal, wir können mal gleich statt Brokkoli den Eberhard nehmen. Und das mal damit probieren. Vielleicht klappt das ja. Also wir fangen es auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, wir müssen es fangen. Wir haben es dem Faulus versprochen. Also ich habe es dem Faulus versprochen.
Nun wird's auch gemacht. Ja, Doppelkick. Trine. Na, bringt ein bisschen weniger. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Ein Spezial im Zug. Jetzt gucken wir wegen Hornattacke. Dann nochmal die Hornattacke. Dann Doppelkick? Vielleicht? Ne, das war zu viel. Aua. Nein! Och nö. Oh Mann. Egal, wir probieren es nochmal. Aber es läuft. Also vom Ding her kriege ich es hin. Vom Ding her klappt das. Er hält gut was aus und macht gut Schaden. Naja, komm, greif mich an. Let's do it. Wir kriegen das noch. Bin fest davon überzeugt. Und wenn ich hier noch eine Stunde sitze. Einmal können wir, glaube ich, noch. Einmal müssen wir noch klappen. Jo, wie viel Schaden macht das denn jetzt plötzlich? Nein! Ach, komm schon! Oh! Immer Doppelkick auch nicht so stark. Zeit haben wir noch, ne? Glaube ich. Ein Lin Fu im Chat. Hab ich das schon? Ja. Oh, ein wildes Lilith ist aufgetaucht. So, nächster Versuch. Hornattacke. Okay. Die können wir rein theoretisch dreimal machen. Müsste eigentlich klappen. Ah, jetzt macht der Erholung. Aber ist okay, ist okay. Einmal. Jetzt nochmal. Und nochmal. Und rein theoretisch nochmal. Oh, das muss jetzt klappen. Weniger geht schon gar nicht mehr. Komm. Was? Wie? Ja, das Pokémon nehmen mit dann zum Ventilator. Komm jetzt.
Ich habe, glaube ich, nichts in der Hinsicht dabei. Nee. Ich hab letztes Mal auch so. Ja? Ja? Jawoll! Ja, es kriegt einen Spitznamen. Den Versprochenen. Was? So. Speichern. Geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt die Frage ist, wir wollen ein bisschen trainieren. Das heißt, wir gehen mal kurz hier ins Pokémon Center. Ja, komm, mach mit. Komm, wir mal ein bisschen Floor machen. Oder trainieren wir jetzt erstmal die Haupt-Pokémon und gehen später auf die anderen. Oder halt teils. Ich glaube, ich mache teils erstmal. Ich bin schon mal so froh, dass es jetzt geklappt hat. Diesmal hat es mehrere Anläufe benötigt. Letztes Mal habe ich es ja gleich beim ersten Mal hingekriegt. Hammer. Gut, so, Eberhard tauschen mit Brokkoli. So. Hier waren wir durch, in Safrona City sind wir bis auf Team Rocket, bis auf Gary da jetzt auch durch. Oh, Entschuldigung. So. Ja, jetzt haben wir quasi erstmal hier die ganzen Opfer, die wir noch besiegen können. Was willst du? Die habe ich sogar tatsächlicherweise auch erst gestern besiegt. Also hier gehe ich jetzt einen ganz anderen Weg als das, was ich auf dem Handy gemacht habe. Einfach aus Trainingszwecken. Flankenhieb. Do it. Bringt ja nur so semi-gut was. Und Rasierblatt. Ja, doch schon ein bisschen mehr. Oh, bitte nicht Rasierblatt. Ach Gott. Warum hasst mich dieses Spiel so? Ja, noch mehr geht nicht, Kollege. Das wird cheaten. Also bitte. Und raus mit dir. Bam. Sehr schön. Gegen Smogon? Ja, mal versuchen. Hat er gut funktioniert. Bin überwältigt. Oh man. Das ist egal, Pikachu. Thunderblitz, do it. Bats. Tschüss. Ja, fast. Fast. Also irgendwie ist Ash sein Pikachu viel besser trainiert als meins. Oder das Smogon ist einfach stärker als das von Team Rocket und ist mich vergiftet. Oh, ich weine gleich, ne? Ich habe noch immer noch keinen Gegengift geholt. Na egal. Wag ja nicht zu lachen. Oh, ups. Schönes Fahrrad. Herr damit. Nein. Einfach nö. So, und jetzt mal Real Talk. Damals als Kind dachte ich, das hier wäre so ein Hodenschutz. Das Weiße. Nur mal so nebenbei. Ich weiß auch nicht, warum ich euch das gerade sage, aber das ist mir halt so aufgefallen.
Yo, Jackpot. Gegen Mankey, mal gucken, wie gut das da funktioniert. Na, Kratzburie, ich hasse diese Attacken. Duplex-Hieb, Kratzburie, Lammergriff, Schnappe, all diese dämlichen. Aber Silber ist ja richtig stark, oder? Alter Schwede. Nicht schlecht. Das macht Hollow-mäßig. Macht Hollow-mäßig jetzt eigentlich auch One-Hit, oder? Ja, nice. Lass uns spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. Also wie wir zusammen sind, natürlich perfekt, ne? Mache ich aber auch nur, damit er sich schnell entwickelt. Ansonsten würde ich halt eher dann auf Shiggy gehen. Und die anderen noch hochhauen. Eigentlich müsste ich sowieso eher die anderen machen, aber... An sich reicht auch schon, wenn der auch noch ein bisschen stärker ist, dann habe ich auch gegen Austausch noch quasi nochmal ein ordentliches Peter Knosp. Also so natürlich nicht, ne? Ist klar. Ja, mal gucken. So, Gyarados. Muss auch mal stärker werden. Dann hätte auch mal ein bisschen mehr Chance. Sollte er dann jetzt mit Shiggy Prio 1 sein? Kennt das, wenn eure Lippe kaputt ist? Ja, so ein Huckel habt, der euch dann keine Ruhe lässt. So, Biss. Ich muss noch was in meine Liste eintragen, ja, ne? Warte mal, ob ich das dann Relaxo ist. Vielfraß. Flash. Foul. Ah, Fauli. Zack. Mal, Biss hat jetzt natürlich nur semi-gut was gebracht. Aber ist halt auch voll schwach noch. Es muss noch ein bisschen stärker werden. Mit Level 25 komme ich nicht weit. Oder jetzt 26. Mann, bin ich gut. So, du kleine Ratte. Tja, du fette Ratte. Panzerspin, let's go. Hey, du hast mich angerempelt. Das Wort angerempelt habe ich mir jetzt gerade aus dem Zusammenhang ausgedacht, weil ich gerade nicht so schnell gelesen habe, wie ich gedrückt habe. Okay, Smogmog 33 soll ich vielleicht dann nicht meinen Gyarados nehmen, das bringt nichts. Dann lieber ein vergiftetes Pikachu, weil warum auch nicht. Cool, bringt ja auch richtig viel gerade. Aua. Gut. Ah, halt Adrian. Der reißt so da schon rum. Hat's. Aber doch gar nicht so easy ist das doch nicht. Habe ich anders vermutet jetzt. Oh, ich hasse Vergiftung, ne? Das ist der nervigste Effekt, den du hier kriegen kannst, ey. Jo, 41. Flieger, geh jetzt weg hier. Mach dich weg da. Oh, ich hasse Fliegen. Ja, ich geh mal zurück. Heilung wäre vernünftiger.
So. Ein bisschen zumindest. Mensch, warum bin ich jetzt so müde? Geht schon wieder auf den Abend zu. Dabei habe ich jetzt noch 2 Stunden, dann muss ich los. So. Ja, wenn wir noch 2 Stunden haben, was ich mich gerade so frage. Wollen wir dann mal so Sachen wie ein Raichu hier rüber tauschen machen, weil Raichu geht nicht. Zu bekommen, ein Hornyu müsste ich hier noch rüber bekommen. Ne, aber ich habe nichts vorbereitet, vergiss es. Machen wir zum nächsten Mal. Machen wir zum nächsten Mal. Ich habe mir den Spielstand noch gar nicht geschickt. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal Pokémon Stream die ganzen Tauschaktionen machen. So, wir brauchen Kukuna hier drüben. Wir brauchen. Wie heißt? Ein Raichu hier drüben. Wir brauchen das Kekli noch hier drüben. Wir brauchen noch 3 Evolis hier drüben. Also ein bisschen was ist schon noch da. Das sind so die ersten, die mir einfallen, die ich hier so und sonst nicht mehr kriegen kann. Oh, wir wollten es ja komplett haben, ne? Ja, und Panzerspin. Mit 33. Dann nehmen wir Eberhard, ne? Der hält, glaube ich, mir am meisten aus. Ja, aber das Ding ist ja, ich müsste mir erstmal den Spielstand vom Handy richtig speichern. Dann muss ich ihn mir noch per Mail hier rüber schicken. Und dann kann ich ihn hier aktivieren. Und dann müsste ich aber auch noch gucken, ob das mit dem Tauschen auch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich nämlich auch noch nicht probiert. Also kontraproduktiv. Müssen wir sehen. Level 15, gleich ist das ein Chillog. Aquaknarre, geil. Ein Hightira, oha. Aber guck mal ganz ehrlich, Hightira steht gerade perfekt auf dem Ventilator drauf. Ja, sicher, ich mach dir Platz. Danke. Sehr nett. Super, super nett. Aber Hightira steht wirklich perfekt auf dem Ventilator. So, nehmen wir Raphael. Oder? Ja. Perfekt, so jetzt. Thunderblitz. Do it. Ja, das machen sie alle. Ist doch geil. Ja, die haben die Chance, wieder tanzen sie da. Oder hier. Das Vergrößer. Was habe ich hier noch? Ja, hier ist es nur daneben. Aber hier finde ich es eigentlich mit einem kurzen gerade. Passt eigentlich ganz gut dazu. Ja, ich möchte wechseln. Panzerspin ist fast auf einem neuen Level. Raphael. Ja, geht's jetzt zum Fang. Sehr schön. Wie viele Pokémon habe ich denn mittlerweile hier gefangen? Aus solchen Pokédex. 267 verschiedene Pokémon habe ich jetzt. Nicht schlecht. Dafür, dass du so selten da bist, schon 17 Stück.
habe ich nicht mehr gerechnet. Mich aber ganz schnell stört. Warum? So. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Alles soweit. Oh. Du bist halt echt zu wenig da, ich schwör's dir. Aber gut, jetzt können wir weiter kämpfen. Ach ja. Oh. Jetzt ist unser Controller ausgegangen. Oh, ich weine gleich, ey, no. Wie Diabo? Warum denn? Warum? Gibt voll gar keinen Grund für den Diabo. Das sind ja ganz andere Punkte, das ist ein ganz anderer Bot. Kannst du nicht mehr vergleichen mit dem, was vorher war. Platz 1 hat Daddy momentan. Mit 26.000, 27.000 Punkten, irgendwie so. Der hat nämlich in Slots 25.000 Punkte gewonnen. Ja, das ist ein neuer Bot. Das sind ja neue, ganz neue Punkte. Oh ja! Chillog! Ja. 60 sind die 19 diese Punkte vom neuen Bot. Das ist alles vollkommen legitim. Das muss so sein. Ja, eigentlich will ich nicht nach Fuchs sein, das City, aber ich wollte ein bisschen trainieren. So. Nice, Sherlock. Sehr schön. Aber du kannst ja doch wieder ein bisschen häufiger da sein und dann hättest du auch mehr Punkte. Du würdest bei der Masse an Streams, die ich mache, sicherlich viele Punkte kriegen können. Gehe ich jetzt mal von aus. Bin ich fest von überzeugt, dass du es hinkriegst. Ich gehe dann wieder auf die Punkte, kann der Bot sich hinzu. Was? Wie, du gehst jetzt wieder? Hä? Was ist das denn jetzt? Auf die Punkte kann der Bot. Oh Mann! Sei mal nicht so. So stinke ich. Jeder musste frisch anfangen. Erst nur wegen den Punkten, wie er gehst. Hä? Jo, warum ist das Smogmog eigentlich so stark, ey? Jetzt kommt sowas. 28er Smogon, ernsthaft? Mir fehlt hier gerade eine andere Leistung, sehe ich gerade. Nee. Da. Die fehlt mir. Oh, was ist die? Fast, ne? Hat nur Probleme gerade. Ja, warum? Warum geht jetzt hier alles nicht? Ich drehe beim Zeiger, ey. Ach da. Da ist sie ja. Ach komm, Lilith. Das ist bestimmt nicht weg, oder? Nicht wegen so Punkten.
Das glaube ich nicht. Ach ja. Ich habe mir gerade was sehr Interessantes nebenbei aufgemacht. Was ich jetzt sehen kann, wann meine Festplatte vollläuft, wie viel Speicherplatz ich noch habe, wie viel diese jetzige Videodatei gerade an Speicherplatz hat. Interessant. Ich habe jetzt nach 5 Minuten, fast 6 Minuten, ist die Aufnahme etwa 350 MB groß. Und ich kann das um 24 Stunden lang aufnehmen und dann wäre ungefähr meine Platte voll. Sorry, ich muss noch zur Arbeit. So ein Schleimer. Boah. Level? 31. Wer könnte zum Problem mit Brokkoli, ne? So rein theoretisch. Gibt da keine Wirkung, Kollege. Nicht bei dieser Knosp. Ich glaube, das ist schon alles nicht. Aha. War schon so. Das könnte aber hinkriegen. Das könnte klappen. Irgendwie nervt mich die Scheiße aber erst gerade. So funktioniert, wie es soll. Da kriege ich es rein. Da nicht, da nicht, da nicht. Mann. Hör auf damit. So. Elif, bist du wirklich weg? Ach, komm schon. Jawohl. Läuft. Boah, Level 18, sehr schön. Ja. Geh weg. Grr. Und der Nächste. Wenn du abnehmen musst, let's go. Let's fight. Oh, sogar 4. Panzer findest du ja noch nicht stark genug für die alle, aber. Dann wird es Raichu. Oha. Das fehlt auf jeden Fall noch. Was? Ein Raichu muss man sich gönnen.
Brokkoli. Bam. Sehr schön. Läuft doch. Wir haben bald einen Visaflor. Der Weg dahin ist nicht mehr so weit. Okay, mit dem P-Teiler wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, aber... soll's. So. Und tschüss. Jawohl, 32. Ach, 36 wollte ich in Entwicklung erst. Nee, auf 32. Jawohl, Bisaflor, Digga. Let's go. Nice. Ja, dann ist ab jetzt auch Panzerspin erstmal wieder Prio 1, ne? Weil Brokkoli ist fertig. Müssen wir aber trotzdem weiter trainieren. Nach und nach. Wegen dem Zerschneider. Aber so an sich war es jetzt erstmal. Jetzt ist Panzerspin Prio 1. Dass der Level 32 erreicht. Jetzt haben wir einen Bisaflor, einen Glurak. Jetzt fehlt eigentlich nur Turtok. Mega gut. Jetzt bin ich gerade gefragt, habe ich eigentlich keinen Raupi gefangen? Oder warum habe ich sie in meiner Liste nicht angekreuzt? Nein! Oh, ja, ich habe mir hingeguckt. No! Nein, ich muss im Auge. Aua. Das ist jetzt wirklich gegangen wegen den Punkten? Ja, aber warum denn? Doof oder was? Mann, Mann, Mann. Drachenboot. Ja, aber nice. Haben wir schon das geschafft heute, ein Bisaflor. Jetzt noch 24 Level für Schillock. Und dann... aua, aua, boah, komm schon. Und dann haben wir es auch geschafft. Doppelkick. Einer geht noch, komm, druck da. Ah. Wow. Hat sich aber so gar nicht gelohnt. Ja, die Attacke auch nicht. Egal, Hornattacke, let's go. Let's go, let's go. Ein Schleimock. Ob da eine Hornattacke was bringt bei einem Schleimock? Das ist die andere Frage. Aua. Oh, Tackle, ja gut, das ist mir egal. Nochmal geht nicht. Was für Amateurtrainer. Er probiert es halt nochmal. Jawohl. Ich würde jetzt dann einmal hochgehen. Mal kurz ein bisschen hier wieder aus. Auffrischen. Die sehen nicht mehr so gesund aus. Also so irgendwie gar nicht mehr so heute. Da geht noch was. Ohne Pikachu rumzulaufen ist halt auch schon so. Ja. Hört man vielleicht nicht. So. Ja, und jetzt können wir weitermachen. Vielleicht schaffe ich ja in 1,5 Stunden heute noch Panzerspin auf
32? Glaube ich zwar nicht, aber... Pokédex 38. Apropos, genau, ich wollte mal gucken wegen Horn, wegen Raupi. Ich bin mir sicher, ich habe Raupi gehabt und auch schon trainiert, oder? Bild PC. Ablegen, mal ganz kurz, keine Ahnung. Da ist kein Platz mehr in der Box. Ach komm schon. Oh, das ist jetzt gerade mega nervig, ne? Warte, egal. Box wechseln. Box 2 muss ich gleich sowieso hindern. Ablegen. Einmal Panzerspin. Was ja eigentlich dumm war, aber egal. Box wechseln. Ja, Box 1. Mitnehmen. Da ist Nocturne, viel Fraß. War das Henry? Anders. War Gelinde nicht? Rufus? War das Rufus? Ne, Rufus nicht, ne? Ne, Rufus ist das. Nö. Hab ich eine Folie mitgenommen. Ah, wollte ich gar nicht ablegen. Ich hätte aber mal im Pokédex nachgucken können. Haben wir nie einen Raupi gefangen? Doch, bestimmt. Oh, hier, guck, da. Klar, haben wir einen Raupi gefangen. Aber wo ist denn das? Wer hat mir einen Raupi genannt? Mokiman, Henry, Elvis-Locke, Fels, Blutzacker, Bummkugel, Chicken, Herbert? Gelinde. Oder hat uns schon eine andere Box? Willst du das jetzt mal ganz einfach machen? Ich guck das jetzt mal nach. Ich brauche nur ungefähr gucken. Hallo? Ah. Es klappt alles nicht so, wie ich das möchte.